Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Nach dem Vergleich des Pixel 7 zu dem Galaxy S23 Plus von Samsung, jetzt hier mein Erfahrungsbericht über 2 Wochen Nutzung über das Google Pixel 7a. Ja, das Budget-Smartphone von Google hat mir freundlicherweise mein Kollege und Freund Murat von Unbox Vision zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür, du kannst es jetzt bald wieder haben. Sein Kanal findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Schaut bei ihm auch gerne mal rein. Er macht auch tolle und interessante Videos. Ja, heute das Pixel 7a. Das Pixel 7 hat mich ja in einigen Punkten ein bisschen irritiert, möchte ich sagen. Ich möchte nicht enttäuscht sagen, aber irritiert. Ob ich die gleichen Erfahrungen bei dem Google Pixel 7 gemacht habe, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, und wie immer bei einem Erfahrungsbericht, Review in Anführungszeichen, nach 2 Wochen Nutzung, mein Fazit und so weiter, eine kleine Zusammenfassung über den Packungsinhalt. Die Verpackung, wie immer, hier natürlich dünn gehalten, bedeutet, ihr habt kein Netzteil dabei. Google spart ja mit den Inhalt der Verpackung ganz schön. Ihr habt hier einen USB-A auf USB-C Adapter, ähnlich wie es auch bei Samsung zum Beispiel gibt. Dann habt ihr hier das Lade- und Datenkabel USB-C auf USB-C und auch hier bleibt Google sich treu, USB-C 2.0 Kabel. Also um den Anschluss USB-C Typ 3.2, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, am Gerät zu nutzen, müsst ihr euch ein neues Kabel kaufen. Das ist ein bisschen schade. Keine Hülle, keine Schutzfolie auf dem Display und halt wie gesagt auch kein Netzteil. Hier sind noch so ein paar Papierkrams drin und halt hier die SIM-Nadel und das war's dann. Also mehr ist hier in der Verpackung nicht drin. Das machen wir wieder zu und legen es auf Seite und dann widmen wir uns natürlich direkt dem Gerät. Und wir fangen an mit der Verarbeitung und halt hier auch die super coole Farbe. Also es gibt verschiedene Farben. Es gibt Korall, es gibt Sea und das glaube ich ist das hier. Dann gibt es noch Snow und noch eine weitere Farbe. Also hier hat Google doch 4 Farben an den Start gebracht, die wirklich so ein bisschen, besonders sind. Auch der Rahmen ist dazu angepasst worden, der üblicherweise aus Metall ist. Hier eine Metalllegierung. Fingerabdrückbeständig ist nicht nur die Rückseite, sondern halt auch hier der Rahmen. Also das ist wirklich sehr schön. Auch in der Verarbeitung gefällt es mir sehr gut. Hier der obligatorische Querbalken bei den Pixelgeräten fällt nicht so groß aus wie beim Pixel 7 und schon gar nicht wie beim Pixel 7 Pro. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ebenso die Verarbeitung der Knöpfe, da wackelt nichts. Sie haben sehr richtig gute Druckpunkte. Hier natürlich Antennenstreifen und so weiter. Ein erstes Mikrofon hier oben und in der Hörmuschel ein Lautsprecher. Der zweite Lautsprecher ist dann auf der Unterseite und auch der angesprochene USB-C Typ 3.2, Gen 2 sogar in der Version. Also da das Neueste vom Neuesten, nur leider das Kabel nicht, wie gesagt. Lautsprecher, auch so ein Thema. Der untere Lautsprecher, da kann ich nichts dagegen sagen, wirklich sehr, sehr gut. Aber der hier oben in der Hörmuschel, oder das dürfte die Hörmuschel sein, der ist wirklich sowas von leise. Also ihr habt hier eine Verteilung von 80-20%. Und wenn ihr den unteren irgendwie zuhaltet und was hier oben dann rauskommt, damit könnt ihr beim Duschen oder irgendwas nicht wirklich was genießen. Okay, ihr hängt beim Duschen jetzt nicht hier unten am Lautsprecher und haltet den zu, obwohl ihr das machen könnt, weil das Gerät ist nach IP67 Zertifizierung gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Also das ist gar nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, der obere Lautsprecher hört sich wirklich nicht schön an. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ja, und dann kommen wir schon zu den Maßen und die sind wirklich sehr, sehr handlich. Das gefällt mir an dem Gerät. Wir haben hier 72,9 mm in der Breite, 152 mm in der Höhe und ja, doch etwas dickere 9 mm hier, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Der Kamerabumm guckt dann auch nur noch mal maximal 1 Millimeter heraus und wir haben hier 193,5 Gramm, welches auch wirklich sehr, sehr angenehm sich darstellt im Handgefühl. Auch angenehm sind die abgerundeten Ecken hier auf der Rückseite. Gefällt mir wirklich sehr gut, auch wie die Glasrückseite in den Alurahmen so übergeht. Auf der Rückseite gefällt es mir sehr gut. Vorne auf der Front habe ich festgestellt, dass die Ecken hier, die Kanten,
doch sehr scharfkantig sind in allen vier Ecken und das finde ich ist weniger gut. Ich habe es dann doch als störend wahrgenommen, weil halt die Kanten halt alsmal doch hier über den Handballen rutschen. Es tut natürlich nicht ultra weh, aber es ist unangenehm. Also wir haben hier auf der Front, ihr habt es schon gesehen, es geht dauernd an, ein 6,1 Zoll OLED-Display. Ich entsperre das auch mal, es hat einen Fingerabdrucksensor unter dem Display. Ihr habt gesehen, er ist relativ schnell, aber sehr, sehr zuverlässig dafür. Also da habe ich überhaupt nichts zu meckern. Klar, wenn man dreckige oder nasse Finger hat, dann funktioniert er nicht. Aber auch die Anordnung finde ich wirklich sehr, sehr gut. Wirklich eine sehr schöne Position. Das war übrigens eben die ganz schnelle Entsperrung. Die würde ich euch auch empfehlen über die Frontkamera, zu der wir natürlich gleich kommen, machen wir erst mit Display weiter. Ihr habt OLED-Display, wie gesagt, Full HD Plus Auflösung, sprich 1080 x 2400 Pixel bei 492 ppi. Ich mache es mal noch ein bisschen heller. Die automatische Regulierung klappt ganz gut. Es ist nicht ganz so hell, wie ich mir es gedacht habe. Ich habe jetzt bei Google keine NIT-Anzeige oder Zahl gefunden. Es ist nicht ganz so hell. Ich glaube, es hat an die 1000 Nits Helligkeit. Aber ihr könnt mir das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Der ein oder andere weiß das bestimmt von euch. HDR10 Plus Zertifizierung, PCI P3 Farbraum. Geschützt wird das Display leider in Anführungszeichen nur von Gorilla Glass 3. Ich hätte mir da lieber 5 oder sogar 7 gewünscht, aber nun mal ist das so auf die Wahl gefallen. Gorilla Glass 3, Hauptsache das Display wird geschützt. Das ist schon mal das Wichtigste überhaupt. 90 Hertz Bildwiederholrate könnt ihr hier in Anführungszeichen leider nur einstellen, aber ich sag mal, wenn ihr kein Gerät nebendran liegen habt, was 120 Hertz kann oder 144 Hertz, dann findet ihr das hier auch wirklich butterweich und sehr, sehr angenehm. Ihr habt auch die Möglichkeit, ein Always-On-Display noch einzuschalten. Das frisst natürlich dann auch am Akku, zu dem wir auch noch im Laufe des Videos kommen. Ja, hier vorne in der Punchhole versteckt dann Google eine 13 Megapixel Frontkamera. Ich blende euch natürlich wie immer Fotos ein mit einer Blende von f2.2, 95 Grad Weitwinkel, Gesichtserkennung, ihr habt es gesehen, und hier sind Videos in 4K möglich, 4K 30 FPS, denke ich, es ist keine Anzeige dabei, ich kann es nochmal aufmachen, dann seht ihr, was ich meine, Video, ich drehe hier rum und hier oben hier 4K oder Full HD, es ist keine FPS-Anzeige dabei, aber was ganz cool ist, es ist halt hier auch noch möglich, dann hier eine verbesserte Sprachqualität dann einzustellen, dass das Gerät eure gesprochenen Wörter halt viel besser aufnimmt und dann nochmal optimiert. Das hat wirklich sehr gut geklappt. Frontkamera-Test jetzt auch noch von dem Pixel 7a. Auch hier 4K 60 FPS möglich, auch mit einer kleinen Stabilisierung. Und auch hier ist es möglich, während der Aufnahme 1,4-fach rein zu zoomen, rein zu croppen. Und das ist doch wirklich für den Preis von diesem Gerät wirklich sehr, sehr gut. Die Farben hier seht ihr hier schön blau und hinten die Sonne. Die ist natürlich ein bisschen ausgebrannt, aber wenn man mal so ein bisschen länger stehen bleibt, dann macht das Pixel 7a doch einen sehr guten Job dann mit dem Himmel. Gefällt mir wirklich sehr gut. Machen wir weiter bei den Kameras und dann gehen wir natürlich ganz schnell auf die Rückseite. Zwei Kameralinsen. Da hat sich Google so ein bisschen festgelegt. Also auch bei dem Pixel 7 nur zwei Kameralinsen, bei dem 7a auch. Der 7 Pro hat dann drei Kameralinsen. Der Hauptsensor hier ist 64 Megapixel groß, ungewöhnlich. Normalerweise sind ja im Moment so die 50 Megapixel Sony IMX im Rennen. Hier Sony IMX 787, 64 Megapixel, wie gesagt, mit einer Blende von f1.89. Tolle Fotos, kann man gar nicht anders sagen. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber auch hier, wie beim Pixel 7, habe ich den Gelbstich wieder so erkennen können. Gerade bei so Brauntönen, bei Gras, welches so ein bisschen verwelkt ist und so, zeichnet die Google-Kamera irgendwie doch sehr gelblich auf. Das ist irgendwie ein bisschen schade, weil die Kamera kann echt was. Bei Grüntönen oder bei Rottönen ist das ganz, ganz anders und es macht wirklich sehr viel Spaß, damit Fotos zu schießen. Und ich kann euch das Google Pixel 7a, wenn ihr eine, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, günstige Kamera wollt, momentan übrigens 479 Euro bei Google direkt. Ihr findet natürlich Links zu dem Gerät unten in der Videobeschreibung. Schaut danach. 479 Euro für dieses Gerät bei dem Hauptsensor. Da kann man fast nichts falsch machen. Also wirklich sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Bis auf den einen kleinen Manko, dass halt die
gelblichen Töne, bräunlichen Töne viel zu krass gelb dargestellt werden. Zweiter Sensor, 13 Megapixel, ist es auch ein Sony-Sensor IMX712 mit einer Blende von f2.2, 120 Grad Weitwinkel, und auch dieser ist wirklich sehr gut und macht auch wirklich sehr gleiche oder ähnliche Fotos von der Belichtung, von der Farbgebung wie der Hauptsensor. Das ist, finde ich, immer sehr, sehr wichtig, dass das wenigstens, sage ich mal, fast ähnlich aussieht. Was an dem Ultraweitwinkel nicht so schön ist, ihr könnt zwar Videos in 4K aufnehmen, aber nicht in 4K 60 FPS. Der Ultraweitwinkelsensor kann nur 4K 30 FPS darstellen, der Hauptsensor wiederum 4K 60 FPS. Zwei Sachen fallen mir aber jetzt gleich wieder auf. Bei der Videoaufnahme, das Gerät wird bei 4K 60 FPS auch wieder sehr warm, auch wie das Pixel 7. Ich hatte jetzt zumindest noch aktuell jetzt noch keine Warnung, dass das Gerät jetzt wieder abschaltet, wie bei dem Pixel 7. Und was mir noch aufgefallen ist, es ist einfach kein Ultraweitwinkelvideo in 4K möglich. Also da ist doch ein bisschen schade, der Ultraweitwinkelsensor wird gar nicht unterstützt. Ich probiere es mal in Full HD. Doch jetzt gerade, das Gerät ist zu heiß, die Aufnahme wird demnächst gestoppt. Also das gibt's doch nicht. Das habe ich hier vielleicht mal, ja, ich gucke gerade mal, 40 Sekunden in 4K 60 FPS aufgenommen und das Gerät wird zu heiß. Also da verstehe ich nicht. Ich habe ein paar Pixel-Videos auch gesehen, 7a oder auch das normale 7, da wurde nie darauf hingewiesen, dass sowas passiert. Finde ich irgendwie echt komisch. So, jetzt haben wir den Grund, warum das Pixel 7a in 4K 60 FPS nicht in Ultraweitwinkel aufnehmen kann. In Full HD 60 FPS kann das Gerät dann aufnehmen, aber ich finde, das ist auch ein bisschen schade. Also da könnte doch auch der Ultraweitwinkel in 4K 60 FPS aufnehmen. Das ist ein bisschen schade in der Umsetzung, und auch hier hat eben direkt bei der Aufnahmebeginn das Gerät die Warnung rausgegeben, dass das Gerät jetzt bald die Aufnahme stoppt. Klasse! Ja! Super gemacht! Klasse! Finde ich ein bisschen schade. Warum das genau ist, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich sag mal, der Sensor, der kann 4K-Videos. Warum er dann kein 60 FPS kann, vielleicht liegt das auch so ein bisschen in der Zusammenspiel mit dem Chipsatz. Da, wie gesagt, wenn ihr was wisst, gerne unten, wie immer, in die Kommentare. Optische Bildstabilisierung ist mit an Bord, genauso elektronische Bildstabilisierung, ist ein Live-HDR-Plus-Modus noch vorhanden, Laser-Autofokus, es gibt natürlich einen RAW-Modus, der obligatorische Nachtmodus, der bei Google, ja, ich sag mal, schon besser war. Also da kann ich mich noch an Zeiten erinnern von Google Pixel 5 zum Beispiel mit hier wirklich schönen Astro-Modus und so weiter. Fand ich wirklich sehr, sehr gut. Das sucht man hier vergebens, das ist ein bisschen schade. Aber man findet hier zum Beispiel den magischen Radierer und einen 8-fach Super Resolution Zoom. Ich sag mal, ist nichts anderes wie ein Digital-Zoom. Ja, also es sieht ganz gut aus und es wird auch gut berechnet, aber es ist ein Digital-Zoom mit dem Hauptsensor. Macht ganz gute Fotos, macht ganz guten Eindruck. Aber ich sag mal, für Fotos für Social Media reicht es nicht mehr ganz aus zum Ranzoomen. Da nimmt man doch lieber einen Google Pixel 7 Pro dann zur Hand, welches ein Periskopsensor hat. Gut, softwareseitig, klar, wir sind bei einem Pixel-Smartphone bei Google zu Hause. Dann ist das natürlich so, Stock Android, Android 13 mit 5 Jahren Updates, und das sucht im Android-Bereich natürlich seinesgleichen. Also da kommt keiner ran, vielleicht Samsung noch einigermaßen, aber ich sag mal, das muss auch jeder Hersteller erstmal liefern. Also seit die Hersteller wie Samsung angefangen hat, da ein Versprechen zu machen, sind so viele Jahre noch nicht rum. Also das muss auch erstmal alles so kommen, wie es dann gesagt worden ist. Was mir noch aufgefallen ist, ihr seht es die ganze Zeit bei dem Display, da habe ich noch was vergessen, die Displayränder sind schon etwas dicker gehalten. Also da leider, das könnte doch etwas dünner sein, selbst für den Preis. Gibt es da schon in der Preisregion, gibt es da schon andere Smartphones, die das deutlich besser machen.
Ja, kommen wir nochmal zu den Videos 4K 60 fps bei dem Hauptsensor. Ich habe es gesagt, auch schon bei dem Google Pixel 7 und leider ist das bei dem Google Pixel 7a nicht anders. Hier, ihr könnt 4K 30 und 4K 60 fps machen. Das Gerät wird nach einer kurzen Zeit, muss man sagen, nicht nach geraumer Zeit, nach kurzer Zeit, also ich sag mal so 4, 5 Minuten maximal wird das Gerät so warm, dass halt das Pixel 7 euch eine Meldung auf das Display projiziert und sagt damit, dass halt die Aufnahme bald abgebrochen wird, weil das Gerät sonst zu heiß werden würde. Und das, wie schon beim Pixel 7 auch, geht für mich überhaupt nicht. Und es liegt leider, leider an dem eigens verbauten oder eigens hergestellten und hier drin verbauten Google Tensor Chip. Hier der Google Tensor G2, Octa-Core mit 2,85 GHz, Mali G710 Grafikeinheit als Unterstützung und hier 8 GB LPDDR5 RAM, 128 GB UFS 3.1 interner Speicher, also alles schon super gut für den aufgerufenen Preis, ist wirklich zu empfehlen, das Gerät. Aber dann mit der Aufnahme 4K 60 und dann nur so 3, 4 Minuten und dann bricht die Aufnahme ab. Das kann heutzutage nicht mehr sein. Und es ist ja jetzt schon einige Monate auf dem Markt und es kommt einfach, na, es kommen Updates, aber kein Update, welches dieses Problem behebt. Und das ist wirklich schade. Also dann würde ich doch lieber hingehen und die 4K-Videoaufnahme nicht mehr zulassen, weil es ist schon peinlich, wenn man ein Video aufnehmen möchte. Vielleicht sogar für irgendjemanden ein Hochzeitsvideo kurz mitschneiden will, mit aufnehmen will und dann bricht die Aufnahme wegen Hitzeprobleme ab. Also es ist wirklich sehr, sehr schade. Sonst die Leistung wirklich sehr gut von der verbauten Hardware. Ihr könnt hier fast alle Games in höchster Auflösung zocken. Das macht überhaupt keine Probleme. Natürlich wird auch hier das Gerät warm, aber da kam zumindest nicht die Meldung, dass ja, Spiel oder das Game wird jetzt bald abgebrochen. AnTuTu Benchmark-Punkte packt das Pixel 7a 768.335. Ein guter Wert. Und wie gesagt, da könnt ihr alle Games, die es im Moment im Play Store gibt, zocken. Vielleicht nicht in allerhöchsten Einstellungen, aber halt doch noch flüssig und mit guten Einstellungen auf jeden Fall. Ja, sonst läuft natürlich alles super. Also hier habt ihr natürlich Twitter, die Problem-App für alle Smartphones. Das ist schon vollkommen okay, wie das hier aussieht. Ebenso habt ihr dann hier bei Instagram auch kein Problem, da durchzuswipen. Und ihr habt auch hier im Hintergrund wirklich Haufen Apps auf. Überhaupt kein Ding. Das klappt alles wirklich sehr gut. Der Alltagsperformance ist wirklich hervorragend und es macht wirklich Spaß, für diesen Preis so eine Performance zu nutzen. Also das Pixel 7a ist in meinen Augen eine bessere Empfehlung als das Pixel 7 selbst. Da hat sich Google vielleicht sogar ein Eigentor geschossen. Ja, Konnektivität, was kann man dazu sagen? Es ist alles wunderbar. Ihr habt LTE 5G, ihr habt WLAN 2,4 und 5 GHz. Dann natürlich Wi-Fi 6E, der neueste oder eines der neuesten Protokolle, die noch nicht mal alle Modems können heutzutage. Also da seid ihr für die Zukunft auch gerüstet. Bluetooth 5.3. Dann habt ihr NFC fürs kontaktlose Bezahlen, Google Pay natürlich. Ihr habt aber auch Google Cast zum Beispiel, um halt ganz schnell irgendwelche Fotos oder auch Filme mit eurem Fernseher zu teilen, euch da dann in groß anzuschauen. Ja, also das ist alles natürlich vorhanden. Kommen wir zum Akku und da ist auch wieder so ein bisschen, naja, könnte besser sein. Akkugröße haben wir hier 4385 mAh. Ihr habt die Möglichkeit, den Akku mit 20 Watt zu laden. Müsst ihr euch kaufen, ein Netzteil, wenn ihr das Originale haben wollt. Oder 18 Watt Wireless Charging. Auch da ist wieder sehr seltsam, dass das Wireless Charging fast so schnell ist wie das normale Laden. Ich glaube, beim Pixel 7, wenn ich mich recht erinnere, war es sogar drüber. Und hier setzt Google irgendwie alles auf die Wireless-Technologie und finde ich gar nicht so verkehrt, aber trotzdem könnte es ein bisschen schneller wie 20 Watt laden. Laufzeit von dem Pixel 7a, also ich bin gerade so, wie immer mein Alltag ist. Ihr wisst es, bin ich gerade so hingekommen. Also morgens, wie gesagt, 5 Uhr aufstehen, abends so 22 Uhr, 22:30 Uhr ins Bett und dann hat das Teil wirklich noch 5%. Es kam immer die Meldung, extrem Sparmodus einschalten, ja oder nein, und dann musste ich es ans Akku machen. Also dann konnte ich nicht weiter irgendwie Social Media schauen oder was und hab dann halt auch geschlafen, ist vielleicht auch nicht so schlecht, hab mein
Pixel 7a an den Akku gehängt, an das Ladegerät gehängt und habe es aufgeladen. Also da so, ja, sag mal 5 Stunden, 5,5, wenn es gut läuft, an Display-On-Site habe ich hinbekommen. Das ist schon okay, aber natürlich müsst ihr es aufladen, wenn ihr nochmal unterwegs sein wollt. Da müsst ihr mit rechnen und damit 20 Watt ist natürlich nicht so schnell wieder aufgeladen, aber ich sag mal, da kann man auch ein bisschen planen, damit das geht schon okay. Ja, mein kleines Fazit, natürlich habe ich schon vorweggenommen, ist das Google Pixel 7a sogar die bessere Empfehlung als das Google Pixel 7. Ich hatte ja den direkten Vergleich, ich hatte ja vor kurzem erst das Pixel 7 hier und hier für den Preis von momentan 479 € direkt bei Google ist das eine Ansage und eine gute Ansage. Wirklich sehr gute Kamera, Hauptsensor perfekt. Leider, wie gesagt, auch das Problem mit 4K Videos in 60 FPS, da bricht das Gerät irgendwann ab. Es wird einfach zu heiß, das liegt am Chipsatz. Der wurde ja von TSMC, heißt es glaube ich, die auch für Samsung die letzten Jahre die Chipsätze gebaut haben. Auch die hatten ja Hitzeprobleme. Wurde der Sensor hier, der G2 von Tensor, gebaut und damit halt leider das Hitzeproblem immer noch bei den Pixelgeräten vorhanden. Ich wäre halt an Googles Seite hingegangen, hätte lieber die 4K Videoauflösung runtergeschraubt auf nur Full HD, anstatt das Gerät so heiß werden zu lassen. Okay, das ist so ein bisschen mein Fazit, also wirklich eine Empfehlung wert für dieses Gerät. Wie gesagt, lieber anstatt das Pixel 7, das 7a nehmen und wenn ihr kein Google-Gerät wollt, wenn ihr die, ja, ich sag mal, die kleinen Mankos, Hitzeprobleme und so weiter, habe ich jetzt ja genug angesprochen, vermeiden wollt, dann schaut euch doch mal das Motorola Edge 40 an. Das ohne Pro ist ungefähr gleiche Preisklasse, macht auch sehr viel Spaß, hat aber das Hitzeproblem nicht. Vielleicht nicht ganz so gute Kamera, aber da halt die andere Seite von Stärke. Ja, das soll es gewesen sein für das Video über das Google Pixel 7a. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!